moin, meine lieben YouTuberinnen und YouTuber. Hier bin ich wieder, euer No Orange, zur dritten Wochenvorschau. Diese Woche, am heutigen Montag, haben wir schon wieder natürlich richtig viel gute, schöne Sachen vor. Nochmal einen kleinen Rückblick auf gestern. Da hatten wir jetzt vom Unboxing mal abgesehen, ja, ein Spitzenspiel in der Bundesliga. Bayern Dortmund 5:1. Sehr deutliche Geschichte vom Ergebnis, auch von der zweiten Halbzeit her. Erinnerte mich ein bisschen an das Wolfsburg-Spiel von Bayern. Also hoffentlich wird das nicht wieder so ein Durchmarsch. Also ich hoffe wirklich, dass Bayern sich fängt, ein bisschen schwächer dort spielt, dann in der Champions League mal wegen alles abfiedelt. Ansonsten wird das wieder eine sehr langweilige Bundesliga-Saison, da Schalke ja auch in Köln verloren hat und Leverkusen auch nur zu Hause gegen Augsburg einen Punkt ergattert hat durch ein wunderschönes Eigentor von Bert Leno. Aber gut, so viel dazu. Letzte Woche hatten wir ja einmal das Star Wars Rebels Sammelalbum, das Sticker-Album, und das Power Rangers Sticker-Album. Sowie am Surprise Thursday, ja, mal was ganz anderes. Da hatten wir, Wars. Wars, das Trade Card Game. Wer das nochmal sehen will, guckt sich das an. An den Wochenenden, Freitag, Samstag, Sonntag, hatten wir ja von Magitechs Bundesliga die erste Saison 2008, 2009 von Topps. Die Sammelmappe, beziehungsweise ein Sammelmappen-Update, beziehungsweise sogar drei Sammelmappen-Updates. Tja, und da möchte ich diese Woche auch ganz kurz drauf eingehen. Auch diese Woche haben wir wieder Bundesliga Top Saison 2008-2009, die letzten drei Sammelmappen-Updates. Meine Freundin hat das ja, wie gesagt, vorsortiert. Wenn die Karten drin sind, ist es soweit durch. Dann können wir mal schauen, wie viele Karten da noch am Ende fehlen werden. Ich weiß es natürlich nicht. Ich hoffe, es sind unter 100. Geil wäre sogar unter 50, aber das werden wir dann ja sehen. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf. Freitag, Samstag, Sonntag Sammelmappen-Update. Also Special Days wiederum. Donnerstag der Surprise Thursday, da werde ich natürlich nicht darauf eingehen, was wir dort machen. Lasst euch da einfach überraschen. Dann haben wir noch den Dienstag und Mittwoch, die typischen Unboxing-Tage. Und dieses Mal haben wir wieder Trade Cards im Angebot. Da haben wir zum einen die erste Turtles-Sammelmappe. Richtiges schönes Unboxing, komplett noch nagelneu verschweißt. Ich bin mal gespannt, was wir hier drin haben. Ich will jetzt auch nicht so groß reingucken. Das sehen wir alles am Dienstag, also morgen schon. Da freue ich mich tierisch drauf. Die Turtles sind natürlich richtig geil, Ninja Turtles. Es gibt auch eine zweite Sammelmappe, da bin ich dran. Mal gucken, wann ich die reinbekomme. Aber erst einmal die erste Sammelmappe. Wie gesagt, freut euch auf dieses geile Stück. Dann haben wir am Mittwoch wieder eine Sammelmappe Trade Cards Beyblade von De Agostini. Also nicht von Topps, nicht von Panini. Bin selber überrascht. Mal was anderes. Kennen die Mappe überhaupt nicht. Beyblade sagt mir natürlich ein bisschen was. Das ist ja das mit diesen Kreiseln, die gegeneinander kämpfen. Und auch da bin ich natürlich mal sehr gespannt, wie eine Firma wie De Agostini, die ja viel mit Sammlerfiguren und Modellbau, glaube ich, machen, wenn mich nicht alles täuscht, ja, was die dazu bei Trade Cards in der Lage sind. Auch da werden wir das sehen, wenn wir dieses Unboxing durchführen. Ich wünsche euch jedenfalls dann schon mal viel Spaß auch damit. Das war's mit der heutigen Wochenvorschau. Dann werde ich schon mal alles vorbereiten für die nächsten Tage. Da geht's hoch her. Also noch einmal, Dienstag Ninja Turtles, Mittwoch haben wir Beyblade, am Donnerstag werdet ihr es sehen, das ist ja unser Surprise Thursday, da sage ich ja nie, was passiert. Ich sage nur, ein Unboxing wird stattfinden, mehr nicht. Freitag, Samstag, Sonntag, alles drei Special Days wieder voll ausgelastet mit Bundesliga Match Attacks 2008, 2009. Das war's von meiner Seite und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Wochenbeginn sozusagen. Und ja, wer Lust hat, kann natürlich heute Abend das zweite Ligaspiel gucken. Ich werde es wohl tun. Ich habe ein bisschen Zeit für und freue mich darauf. Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, in alter Frische morgen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und dann hoffentlich auch schon wieder Sonntag, um die ganze Woche abzuschließen. Also, bis dann! Tschüss!